In diesem Video zeige ich euch, was ich alles in Asien geshoppt habe. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Disney Haul. Und es ist für mich der März-Haul, weil ich ja die meiste Zeit im März auf Kreuzfahrt war und dort zwei Disney-Freizeitparks besucht habe. Und genau, ich zeige euch in diesem Video das, was ich alles dort geshoppt habe. Und auch am Ende, was ich nicht von Disney geshoppt habe. So generell so Souvenirs und Mitbringsel aus dem Urlaub zeige ich euch aber auch am Ende. Und die Sachen, die ich sonst noch gekauft habe im März, kommen dann im April-Haul. Genau, das ist jetzt so der Plan, was außerhalb von Disney. Es sind nicht so viele, deswegen werde ich sie dann im April-Haul zeigen. Ja, es ist einiges geworden, vor allem aus Hongkong. Also bei Hongkong bin ich ein bisschen eskaliert. Und wenn ihr sagt, also das ist wieder unbezahlte Werbung, ich mache sehr viel Werbung für diesen Shop, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Wenn ihr irgendwas, wo ihr denkt, boah, das möchte ich auch jetzt unbedingt noch haben, schaut bei Bello Shop Hong Kong vorbei. Es gibt noch eine andere Seite, US Shopping irgendwas, aber da sind die Preise wesentlich höher als bei Bello Shop Hong Kong. Und ich habe ja jetzt schon öfter bei denen bestellt, war immer zufrieden mit dem Service. Und deswegen, ja, wenn ihr sagt, ihr möchtet irgendwas von den Sachen haben, die bieten es auch an, natürlich mit einem Aufpreis, nicht zum originalen Preis, das sind halt Personal Shopper, die leben davon und deswegen zahlt ihr natürlich einen Aufpreis. Aber wenn ihr gar nicht dahin kommt, dann lohnt sich das auf jeden Fall, da mal nachzuschauen. Ja, so viel dazu. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wir starten mal mit Hongkong. Und in Hongkong war es tatsächlich so, wir waren ja nur einen Tag da. Und ich hatte sehr viel auf meiner Liste, wollte aber den ganzen Kram natürlich nicht mit mir rumschleppen. Und in Hongkong gibt es auch so eine Art Shopping-Service. Und dort konnte ich dann alles an den Ausgang schicken. Ich glaube, bis 15 Uhr ging das und dann habe ich es abends dann am Ausgang nach dem Feuerwerk abgeholt. Richtig gut, hat echt alles super geklappt, war richtig happy. Ich weiß nicht, was der Mindestwert war, kann ich mich daran erinnern, aber ich habe ihn immer überschritten. Und ja, also das war sehr praktisch, musste ich den ganzen Kram nicht mit mir rumschleppen. Wo ich in Hongkong ein bisschen eskaliert bin, da muss ich mal kurz das aufheben. Ja, in Hongkong, ihr wisst ja, ich sammle diese Mehrwegtüten. Und in Hongkong gab es drei verschiedene Tüten in drei verschiedenen Größen. Und ja, von der größten Größe habe ich abgesehen, weil die war wirklich riesig. Also da hätte ich auch umziehen können mit der großen Tüte, mit der Large. Und Small ist tatsächlich auch viel größer, als wir es von uns kennen. Und ja, ich bin, wie gesagt, ein bisschen eskaliert bei den Tüten. Mein halber Koffer gefühlt waren Tüten aus Hongkong. Und das sind noch nicht mal alle, weil ich schon ein paar weggelegt habe. Also ja, bei Tüten aus Hongkong bin ich irgendwie ein bisschen eskaliert. Ich weiß auch nicht mehr, was sie gekostet haben, weil hier an denen kein Preis mehr ist. Aber es gab einmal World of Frozen Tüten. Das ist übrigens die Größe S. Also das ist die kleine Größe. Und die finde ich auch schon relativ groß. Genau, davon habe ich halt, man durfte maximal 5 Stück kaufen und da habe ich auch jeweils immer 5 Stück von gekauft. Dann gab es noch eine Tüte mit Mickey und Friends. Und ja, die sieht so aus. Und hinten steht Disneyland Hongkong drauf. Davon habe ich auch 5 Stück gekauft. Und dann nochmal Duffy und Friends gab es auch. Und ihr seht hier die Duffy und Friends auch an dem Band. Hier sind Duffy und Friends drauf, also richtig cool. Und hinten steht auch Disneyland Hongkong drauf. Und es gibt ein kurzes und ein langes Band, was ich auch sehr praktisch finde. Also ja, sehr cooler Deal für diese Taschen. Davon hatte ich auch 5. Und dann habe ich noch bei World of Frozen die mittlere, also das ist die mittlere Größe gekauft. Ja, das ist die mittlere. Habe ich auch noch ein paar gekauft. Dann auch eine Duffy und eine Disney Friends mittlere Größe. Wie gesagt, die ganz große habe ich nicht mitgenommen, weil ich das ja, viel zu groß fand. Genau, also das waren alleine nur die Tüten. Ja, wie gesagt, ich bin in Hongkong mit den Tüten ein bisschen eskaliert. Das wurde dann besser in Shanghai, weil mir die Tüten auch nicht so gefallen haben.
Genau, jetzt machen wir weiter mit dem Kleinkram und ich zeige euch, was ich noch als Gewinnspiel vorbereitet habe für Instagram. Bei einigen Sachen habe ich den Preis tatsächlich schon abgemacht. Das heißt, ich kann euch den Hongkong-Dollar-Preis, also ich werde nicht irgendwas hier umrechnen. Wenn ihr was wissen wollt, wie es umgerechnet, wie viel es gekostet hätte, könnt ihr das selbst umrechnen. Genau, also nicht bei jedem habe ich mehr den Preis dran, weil ich ihn abgemacht habe. Aber hier bei den Ohren, die habe ich mir im Sale gekauft. Die waren 50% reduziert, meine ersten Ballonohren. Der Originalpreis war 239 Hongkong-Dollar und dann, wie gesagt, die Hälfte. Meine ersten Ballonohren, die auch leuchten. Man kann sie anschalten. Und das sind, glaube ich, die für die fürs Feuerwerk. The Most Magical Show on Earth steht hier. Und ich muss sagen, ich liebe die Farben rosa, lila. Und ja, meine ersten Ballonohren. Dann geht's weiter mit Ohren. Ich habe mir die Baby Yoda Ohren mitgenommen. Die habe ich schon in Walt Disney World gesehen, also online. Und ja, bisher haben sie es nicht nach Paris geschafft, deswegen habe ich gedacht, okay, ich kaufe sie mir dort. Haben 169 Hongkong-Dollar gekostet und die habe ich auch der Nina mitgebracht. Richtig süß finde ich die. Also erst die ersten Baby Yoda Ohren, die ich richtig süß finde. Ich bin ja eh so ein Fan von diesen Flauschdingern. Und da habe ich auch noch den Preis, die waren 359 Hongkong-Dollar. Diese Duffy und Friends Haarreif und der war auch sehr begehrt, der war vorher sold out, der kam gerade ein paar Tage vorher rein, als ich da war und der ging auch weg wie warme Semmeln. Alle Charaktere sind dabei, Duffy, Shelly May, Lina Bell, Gelatoni, Cookie N, Ulu irgendwas und Shelly Lou, glaube ich, genau, so heißen die alle. Und ja, der war auch, also der war verhältnismäßig schon teuer. Dann, weil ich auch was als, also ich wollte mir auch Duffy für zu Hause mitnehmen, habe ich mir Duffy und Shelly May als so Art Nuimos, die sind aber ein bisschen kleiner als Nuimos, mitgenommen. Dafür gab es theoretisch auch Outfits, habe ich aber jetzt nicht mitgenommen. Ich finde, die sind total süß, die stehen. Und jetzt muss ich mal gucken, was die gekostet haben. 179 Hongkong-Dollar jeweils. Und ihr seht hier zum Beispiel, die haben am Hintern so eine kleine Mickey und auch auf den Füßen bei Shelly May. Dasselbe bei Duffy, also richtig süß. Und ja, die können halt so stehen. Und was ich auch cool fand bei denen, ist immer die Story bei den kleinen Dingern ist dabei. Also bei Shelly May und bei Duffy steht die Story. Und ja, wir können mal gern durch die Story durchschauen. Also die Story bei Duffy ist, dass Mickey eines Tages auf hohe See fahren wollte, um die Welt zu bereisen, um Freunde zu treffen. Und Minnie wollte ihn nicht alleine davonziehen lassen und hat ihm deswegen Duffy geschenkt. Und genau, und Duffy ist damit auf Reisen gegangen mit Mickey, haben viele magische Momente miteinander gesammelt, Fotos gemacht mit verschiedenen Freunden und huch, jetzt ist die Geschichte runtergefallen. Duffy und Mickey sind dann immer zurückgekommen und haben Minnie dann von deren magischen Momenten auf Reisen erzählt. Und ja, und irgendwann ist dann halt Shelly May dazugekommen und die anderen Freunde. Genau, so jetzt mal kurz die Geschichte von denen im Schnelldurchlauf. Dann habe ich mir einmal hier einen Magnet mitgenommen und auch für meine Freunde habe ich einen Magnet mitgebracht für 59 Hongkong-Dollar. Genau, finde ich richtig toll. Dann habe ich mir einen Lina Bell Schlüsselanhänger gekauft. Ich finde Lina Bell tatsächlich am süßesten von allen. Deswegen, ja, hier dieser Lina Bell Schlüsselanhänger und ich habe so einen ähnlichen von Mickey an meinem Autoschlüssel, auch mit diesem, der so soft ist und mit Reißverschluss, dass man theoretisch was reinmachen kann. Und der ist schon sehr lange, also der hat mir mal damals einen Freund mitgebracht, der ist schon sehr alt. Und deswegen habe ich mir einfach mal einen neuen geholt mit Lina Bell, der auch richtig süß ist. Wie gesagt, da habe ich den Preis nicht mehr. Auch bei den anderen Sachen jetzt habe ich den Preis auch nicht mehr. Habe ich mir noch hier so einen Schlüsselanhänger für den Rucksack geholt. Für einen Ohrenhalter ist das im Prinzip. Das, wie gesagt, kann man an den Rucksack machen und dann hier die Ohren reinklipsen und dass die dann am Rucksack halten. Hatte ich früher mal, ich weiß gar nicht, wo meine alle hin sind. Und finde ich praktisch, wenn man auf eine Achterbahn geht oder so, kann man dann die Ohren da reinklipsen. Dann fliegen sie auch nicht weg. Dann habe ich mir Stäbchen und Suppenlöffel gekauft. Ich habe ja gern diese asiatischen Suppen da gegessen. Und die isst man hier mit so einem Löffel. Da ist der Preis jetzt auch nicht mehr dran. Aber ich habe mir zweimal die Löffel geholt mit Duffy und Shelly May.
zwei, wenn mein Freund mal vorbeikommt, der ist auch sehr begeistert von diesem Set. Also zweimal den Löffel und passend dazu Stäbchen. Und zwar einmal mit Shelly May und einmal mit Duffy. Und ich versuche es euch mal zu zeigen, hier, was da drauf steht bei Duffy. Seht ihr das? Genau, da steht Hongkong Disneyland und Duffy. Und auf der anderen bei dem Shelly May dann mit Shelly May. So, jetzt machen wir erstmal hoch. Da. Sieht man das? Und dazu gibt es dann halt noch so Stäbchenhalter mit jeweils Shelly May und Duffy, wo man dann die Stäbchen ablegen kann. Genau, also richtig süß. Wie gesagt, habe ich auch nicht mehr den Preis. Und dann zeige ich euch, ich habe noch ein Spirit Jersey natürlich mitgenommen. Und der Brina habe ich auch einen mitgebracht. Und zwar den Hongkong Spirit Jersey. Spirit Jersey sind in Asien jetzt nicht so der Renner. In Hongkong gab es nur den hier und World of Frozen. Und in Shanghai gab es gar keine Spirit Jerseys. Also, das ist der Hongkong Spirit Jersey, den ich auch Brina mitgebracht habe. Der hat 529 Hongkong-Dollar gekostet. Und genau, finde ich, ich mag eh schwarze Spirit Jerseys und eine, wenn es schon einen gibt, ich habe ja schon den von World of Frozen, den habe ich ja vorher bei Bello Shop geshoppt. Wenn es schon einen Spirit Jersey von Hongkong gibt, nehme ich den natürlich mit. So, und jetzt zeige ich euch noch, was ich für euch beim Gewinnspiel, was ich für euch als Gewinnspiel vorbereitet habe für Instagram. Da bekommt ihr einmal eine kleine Frozen-Tüte und eine mittlere Frozen-Tüte. Und da drin ist einmal der Olaf als Schulterpuppe. Der hatte übrigens 119 Hongkong-Dollar gekostet. Hat er. Dann habt ihr ein World of Frozen Ornament, welches mir ich übrigens auch gekauft habe für 119 Hongkong-Dollar. Dann habe ich für euch noch auch einen Magneten. Und noch ein paar andere Sachen, die ich euch jetzt nicht verrate. Ein bisschen Geheimnis muss ja bleiben. Also, schaut gerne bei Instagram vorbei. Das Gewinnspiel läuft noch. Ich habe das extra so lang gewartet, dass, das auch, dass ihr in diesem Video seht und dort mal bei Instagram vorbeischauen könnt. Genau. So, dann habe ich mir noch eine Tasse gekauft im Disneyland Hongkong. Hongkong Disneyland. Hat 119 Hongkong-Dollar gekostet. Sieht so aus. Dann ein ganz besonderes... jetzt habe ich schon angemacht. Das wollte ich noch nicht. Ein ganz besonderes Stück, was ich mir in World of Frozen gekauft habe und was ich vorher schon gesehen habe und gesagt, das muss ich mitnehmen, ist diese Figur. Und die mitzunehmen, ich habe die nicht im Koffer gehabt, ich habe die auch nicht im Handgepäckkoffer gehabt. Ich hatte die in einer kleinen World of Frozen Tasche immer als Handgepäck zusätzlich dabei. Und ich bin sehr froh, dass sie heile angekommen ist. Sieht so aus, World of Frozen. Hier habt ihr die Olaf, Sven und, heißt der Oaken? Und hier habt ihr so eine kleine Miniaturansicht von World of Frozen mit dem Brunnen, mit dem einen Schloss, mit dem zweiten Arendelle-Schloss. Und ja, ihr habt es eben schon gehört, ein bisschen. Es ist eine Musikbox und spielt Do you wonder where you wanna build a snowman? Und die Charaktere fahren halt im Kreis um World of Frozen. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube, um die 100 Euro, also umgerechnet. Ich habe den Karton jetzt gestern schon entsorgt, aber es ist... Build a snowman. Ja. Also eine ganz besondere Erinnerung und finde ich super schön. Ich weiß nicht, ob wir sowas Ähnliches in Paris bekommen werden, weil das ist natürlich an die Achterbahn auch angelegt, die es ja nur in Hongkong geben wird. Wir kriegen ja keine Achterbahn. Ja. Sehr schönes Teil und bin froh, dass es heile mit angekommen ist. Dann im World of Frozen habe ich mir noch ein paar Ohren gekauft. Und zwar die hier. Die habe ich mal mitbestellt gehabt, aber die waren dann ausverkauft, als ich den Spirit Jersey auch bestellt habe bei Bello Shop. Die waren dann ausverkauft. Jetzt gab es sie wieder, haben 359 Hongkong-Dollar gekostet. Die leuchten auch im Dunkeln. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, jetzt muss ich hier das Ding rausnehmen. So, jetzt habe ich das rausgenommen. Wie macht man das an? Hier. Ach, sogar mit Flash-Effekt. Also man kann verschiedene Einstellungen wählen. Ja,
richtig cool und sind aber batteriebetrieben, so wie es aussieht. Ja, die muss man, also es gibt ja mittlerweile in Walt Disney World welche zum Aufladen. Die muss man auch, hier muss man die Batterie wechseln. Aber sehen echt mega schön aus, die Ohren. Dann habe ich mir noch so Duffy und Friends Patches gekauft für Jeansjacke oder so. Ich weiß nicht, wo ich sie noch benutzen werde. 4 Stück für 189 Hongkong-Dollar. Da ist jetzt Lina Bell dabei, Duffy, Shelly Lou, glaube ich, heißt sie, und Gelatoni. Bei den Namen, es war auch schwierig, sich die Namen zu merken. Dann ein Regenschirm mit Duffy und Friends, weil ich ihn auch richtig cool fand, für 219 Hongkong-Dollar. Hat hier so einen süßen Griff und wenn ich ihn jetzt wieder aufmache, weiß ich, wer wieder die Krise kriegt, und zwar Daniel. Er sagt, man darf keine Regenschirme in geschlossenen Räumen öffnen. Aber ich muss ihn euch doch zeigen. Deswegen mache ich es jetzt einfach wieder. So. Da seht ihr einmal die Charaktere. Ja. Richtig süßer Regenschirm, wie ich finde. Was hat er gekostet? Habe ich euch das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. 219 Hongkong-Dollar. Ich glaube, ich habe es euch schon gesagt. So, die letzten zwei Teile aus Hongkong. Dann haben wir da Hongkong schon mal geschafft. Einmal die Jeansjacke, wo ich den Preis auch nicht mehr habe, weil ich den abgerissen habe, weil ich den schon getragen habe. Einmal diese Chip 'n Dale Jeansjacke. Die fand ich einfach schon vorher so cool. Ich habe mir ja vorher bei Bello Shop angeschaut, was ich mir unbedingt kaufen möchte. Und dann vor Ort geguckt, ob ich es gefunden habe, ob es mir vor Ort immer noch gefällt. Und eins davon war halt auch diese Jeansjacke mit Chip 'n Dale drauf. Und ja, richtig toll. Ich glaube, sie war so um die 60 Euro. 60, 65 Euro. Also das Merchandise ist jetzt nicht unbedingt viel günstiger dort. Das kann ich euch schon mal sagen. Ja, die Jeansjacke und das letzte Teil, was ich euch schon oft gezeigt habe, was ich auch oft anhatte und der muss auch wirklich jetzt in die Wäsche, ist der Pullover mit Duffy. Hier steht Hongkong Disneyland drauf, Duffy vorne drauf und ja, den habe ich schon, wie gesagt, jetzt oft getragen, weil es auch dann irgendwann sehr kalt wurde und ich weiß nicht, was das gekostet hat. Kann um die 50 Euro gewesen sein, aber da müsste ich jetzt die Quittung suchen und ja, das ist auf jeden Fall der Pulli. Eigentlich dachte ich, ich habe bei Bello Shop gesehen, dass es den in Beige gab, habe aber nicht gesehen, dass es für Kids ist, der Beige, weil den Beige habe ich noch schöner gefunden. Der Graue war nur für Erwachsene. Aber ja, das waren die Sachen aus Hongkong. Ich kann euch schon mal sagen, aus Shanghai ist es nicht ganz so viel geworden. Machen wir aber erstmal weiter mit, also auch Shanghai, aber Disney Store Shanghai und Miniso. Wir haben ja noch ein Miniso gefunden, da wurde es aber nicht ganz so viel. Ja, im Miniso habe ich mir gekauft einmal hier dieses Lotso irgendwas. Ich weiß gar nicht, was es ist tatsächlich. Ob es Duschgel ist, ob es Handcreme ist. Ich weiß, dass es nach Erdbeeren riecht, aber ansonsten habe ich es nicht aufgemacht und getestet, was es ist. Irgendwas wird es sein. Dann bei Miniso habe ich noch gekauft eine Sonnencreme. Mit 50er Lichtfaktor, mit Minimaus. Dann noch einen kleinen Anhänger irgendwo und Taschentücher. Ihr wisst ja, ich war erkältet und habe mir zum Glück diese Taschentücher gekauft, weil meine Nase in Shanghai, im Disneyland, ist gelaufen. Da gab es kein Halten mehr. Und da habe ich mir diese süßen Disney-Prinzessinnen-Taschentücher gekauft, die in so einem Anime-Look. Ja, die habe ich jetzt schon geöffnet, deswegen sind sie einzeln, aber schaut euch diese Taschentücher an. Wie süß können bitte Taschentücher sein? Ich weiß nicht, was sie gekostet haben. Keine Ahnung. Aber dieser Anime-Look, ich mache euch gleich auch eins auf, weil die sind auch tatsächlich innen drin noch gebrandet. Ich muss eh gleich meine Nase putzen. Ja, und zwar sehen die so aus, haben auch so kleine Herzchen. Und ja, richtig, richtig süße Taschentücher. Und die erinnern mich ein bisschen an Sailor Moon Look. Und ja, die gab es bei Miniso in China. Habe ich mir zwei Packungen damals gekauft. Und ja, einzeln halt in den Koffer geworfen. Dann bei Miniso habe ich mir noch als zum Schluss hier diesen Anhänger gekauft. Dieser Winnie Pooh chinesische Anhänger, weil ich ihn auch so süß fand.
Vor allem halt mit diesem chinesischen Zeichen unten. Also ihr seht später noch bei den Sachen, die nichts mit Disney zu tun haben. Ich habe sehr viele von so chinesischen Anhängern gekauft. Was ich damit mache, keine Ahnung, aber ich fand Winnie Pooh einfach richtig süß. Hier steht 19, also 20 chinesische Yuan hat der gekostet. Genau, das war aus Miniso und dann aus dem Disney Store. Dazu kommt auch noch ein Video, habe ich auch noch was mitgenommen, auch nicht ganz so viel. Aber eins fand ich richtig cool und das ist diese Thermoskanne und die kann man sich umhängen. Also hier ist dabei ist so ein Gurt. Ich weiß nicht, was sie gekostet hat, weil ich den Karton auch jetzt... der Karton war riesig, aber hier kann man sich die Tasche, also die Halterung an diesen Dings machen. Hau ich jetzt mal. Oh, hier ist noch Folie dran. Naja, auf jeden Fall kann man sich die dann umhängen. Und hier drin habt ihr einfach eine Thermoskanne. Also, wie geil ist das bitte? Und hier ist auch nochmal so eine Perlenkette dabei, auch nochmal so als Deko, um dran zu hängen. Also ich finde das einfach... so eine geile Idee und die gab es in schwarz noch und in rosa und ich habe mir sie jetzt in weiß mitgenommen. Dann habe ich mir diesen Schlüsselanhänger noch mitgenommen oder Taschenanhänger, weil ich auch diesen Manga-Look wieder richtig süß fand von Minnie und auch dieses Kleid. Also ja, richtig cool. War 139 chinesische Yuan. Und dann gab es noch ein paar Mitbringsel. Brina hat sich Dumbo ausgesucht als Lippenbalsam. Nina habe ich Marie mitgenommen. Und mir selbst habe ich Lotso gekauft. Die finde ich auch richtig süß. Und dann gab es noch was gratis. Einmal noch die Tasche, die ich mir dazu geholt habe, weil ich ja nicht genug Taschen hatte. Aus dem Disney Store Shanghai. Aber es wurde nur eine Tasche. Und gratis gab es dann noch hier so Sticker. Hat er mir dazu gegeben und weil ich so viel ausgegeben habe, so einen gewissen Betrag, das ist irgendwie in Shanghai, auch im Park tatsächlich gang und gäbe, habe ich hier noch diesen Disney Princess Pin bekommen. Ich weiß gar nicht, wer soll denn das sein? Welche Prinzessin ist das? Ist auf jeden Fall ein Limited Release gewesen, aber ja, hat mal 200 Yuan gekostet. Aber das gab es gratis. Ich weiß nicht, wohin es darstellen soll. Ja, das waren die Sachen aus Miniso und aus dem Disney Store Shanghai. Ja, wie gesagt, in Shanghai wurde es nicht ganz so viel, weil erstmal ich das Hongkong Disney Merch viel schöner fand und zweitens ich natürlich dann irgendwann aufs Gewicht achten musste und auf den Platz, weil es gegen Ende schon eng wurde. Ja, in Shanghai konnte ich tatsächlich auch das meiste Merchandise ins Hotel, also ich habe es nur einmal ins Hotel schicken lassen, die anderen Sachen habe ich dann so am Abend mitgeschleppt, weil wie gesagt, es war nicht ganz so viel. Und ja, aber es gibt auch den Service. Mir hat auch jemand geschrieben, dass man das auch so ähnlich wie an den Ausgang schicken kann in Shanghai. Aber da ist es wohl maximal auf 7 Artikel limitiert. Also 7 Artikel pro Transaktion, dass man es hinschicken kann. Aber das gibt es auch vor Ort. Also wenn ihr auch nicht in einem Disney-Hotel übernachtet, gibt es das auch. Müsst ihr aber mal vor Ort nachfragen. Genau. So, was habe ich alles in Shanghai gekauft? Einmal auch eine Figur, die ich auch super süß finde, weil ich auch eine Erinnerung als Figur aus Shanghai wollte. Und dann habe ich mich für die hier entschieden. Es gab verschiedene. Ich habe mich mit Mickey Sorcerer und dem Schloss entschieden. Und man kann da oben halt auch ein Foto dran klipsen. Und genau, so sieht das aus. Das hat 119 chinesische Yuan gekostet. Ja, das gab es einmal. Dann... an Klamotten, das ist das Einzige, was ich gekauft habe, ist ein Linabell-Pullover. Der umgerechnet auch so, glaube ich, 50 Euro gekostet. Da habe ich das Preisschild auch nicht mehr dran, weil ich es schon getragen habe beim Flug von Frankfurt nach Zürich. Und ja, ihr wisst ja mittlerweile, Linabell ist so mein liebster Charakter von den Duffy und Friends-Leuten, weil ich es einfach total süß finde. Und deswegen durfte auch dieser Linabell-Pullover mitkommen. Dann habe ich auch schon gesagt, passend zu dem Haarreif, erinnert euch mit allen Charakteren, habe ich mir eine Tasche gekauft. Und die ging echt weg wie warme Semmeln. Ich glaube, die war neu, als ich da war. Ist die hier. Wie geil ist bitte diese Tasche? Mit allen Charakteren. Und als ich da war im Shop, haben wirklich die Asiaten sich jeden Charakter angeschaut. Und oh, wie ist das Gesicht von dem und dem? Also die sind da wirklich richtig crazy, was diese Charaktere angeht. Und ist nicht ganz günstig gewesen. Ich habe den Preis, glaube ich,
habe ich abgemacht. Die war um die 55 oder 60 Euro sogar umgerechnet. Also die war wirklich nicht günstig. Aber mit allen Charakteren hier und wenn man auch drin reinschaut, habt ihr auch die Charaktere und so. Also ja, eine richtig, richtig tolle Tasche mit Reißverschluss. Dann habe ich mir ein Autogrammbuch gekauft, weil ich mich ja dann am ersten Tag, was Charaktere anging, war es echt wenig los. Und dann dachte ich, komm, ich wollte eh ein Autogrammbuch von dort mit Duffy und Friends. Und dann habe ich mir das hier geholt. Und Life is Better with Friends steht hier vorne und hier hinten auch nochmal Duffy und Friends. Und wenn man das aufklappt, habt ihr einmal hier auch so eine süße Illustration. Und ich habe ein paar Autogramme gesammelt, vor allem also Goofy, Pluto. Ich glaube, das war Jack Sparrow. Das ist so ein Gekrakel, das kann man gar nicht erkennen. Dann habe ich King Louie habe ich hier, Duck und Russell und genau, das war hier noch Rafiki. Ja, das sind die, die ich am ersten Tag halt treffen konnte. Am zweiten Tag war viel mehr los und ja, hatte ich dann keine mehr getroffen. Weiß nicht mehr, was es gekostet hat, weil ich es dann schon abgemacht habe, den Preis. Und dazu musste ich mir mal einen Kuli kaufen, weil ich keinen Kuli dabei hatte. Und dafür habe ich mich dann für den entschieden. Donald mit Chip und Dale und die kann man hier so bewegen. Ja, süß. Was er gekostet hat, weiß ich auch nicht mehr. Dann hat es ja an dem ersten Tag morgens ein bisschen geregnet und ich hatte meinen Duffy und Friends Regenschirm nicht dabei, weil er ja schon im Koffer war. Musste ich mir leider Gottes einen zweiten Regenschirm kaufen und zwar den hier. Und den habe ich mir gekauft, weil er so schön klein und kompakt ist. Und Chip 'n Dale in Shanghai ist auch eine andere Sache. Also da ist wirklich so viel Chip 'n Dale Merch. Also wenn ihr Chip 'n Dale Fan seid, müsst ihr nach Shanghai. So viel krasse Chip 'n Dale Merch und ja, ich habe mir den Schirm geholt, weil wie der gesagt, er auch so klein ist und bei den ganzen asiatischen Schirmen ist es ja so, dass sie auch UV geschützt sind, weil die Asiaten ja auch einfach Regenschirme tragen, um sich vor der Sonne zu schützen. So, so sieht er aus, der Regenschirm und ja, auch richtig süß, muss ich sagen. Und der ist halt auch hier so geschützt, dass da gar keine Sonne durchkommt und kann man auch gut als Schattenspender da nutzen. Hatte ich ja zum Beispiel auch in WDW, hatte ich auch einen Schirm dabei, wo die Sonne so krass war, wo wir mit Brina da waren. Kann man den auch super mitnehmen, weil er auch so klein und kompakt ist. Muss ich später ordentlich wieder reinmachen. Was er gekostet hat, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, aber meine Mama hat gefragt, um die 20 Euro. Also viel günstiger als bei uns war es nicht. Dann habe ich mir diese Mütze gekauft. Den Preis, da kann ich euch gleich sagen, weil ich die Mütze noch für Sharon und ihre Mutter mitgenommen habe. Weil an meiner ist kein Preis mehr dran. Aber ich habe die ja schon in Beige und jetzt in Rosa und jetzt habe ich mir die auch noch in Braun gekauft, weil es die dort noch in Braun gab. Aber tatsächlich nur an einem Stand habe ich sie im Adventure Isle gesehen. An so einem, also im Shop habe ich sie gar nicht gesehen, nur an diesem Außenstand. Und da habe ich sie zum Glück am ersten Tag direkt mitgenommen, sonst hätte ich mich da, hätte ich da mal zurücklaufen müssen. Dann habe ich zwei Magnete mitgenommen mit Shanghai als Mitbringsel, weil ich habe keinen Kühlschrank mehr mit Magneten für 69 Euro. Dann habe ich Nina diesen Donald hier mitgebracht. Die wollte ihn unbedingt, weil der mit seinem Schwänzchen wackeln kann. Ja, braucht man sowas? Nein. Will man sowas? Ja. 139 chinesische Yuan, einmal für Nina. Dann habe ich der Ia Tina, weil ich weiß ja, wie krass ihre Liebe ist für Ia. Und ich habe gesehen online, dass es eine Ia Schulterpuppe gibt. Und da habe ich sie gefragt, komm, soll ich sie die mitbringen, weil ich weiß, wie krass, krasser Fan sie von Ia ist. Und ja, hat 159 chinesische Yuan gekostet und ja, eine richtig süße Schulterpuppe von Ia. Schulterpuppen auch in Shanghai war auch richtig großes Thema, auch für Duffy und Friends und so weiter, aber nicht so krass wie in Hongkong. Also Hongkong war nochmal anders krass. Dann habe ich mir passend zu meiner Jeansjacke und so weiter noch die Chip 'n Dale Ohrringe mitgenommen. 149 chinesische Yuan haben die gekostet. Dann habe ich mir ein paar Ohren gekauft mit Mickey und Minnie. Fand ich eigentlich auch ganz süß. Haben 179 gekostet. Dann noch die Ohren. Ja, ich habe mich mit ein paar Ohren eingedeckt, weil ich die auch so süß von 149
dieses Plüschige und Pastellfarben und so. Finde ich auch ganz toll. Dann habe ich mir noch ein paar Ohren gekauft. Die hier. Die haben auch so um die 149 chinesische Yuan, glaube ich, gekostet. Umgerechnet so um die 20 Euro. Die fand ich auch richtig cool, weil ich finde diese Hidden Perlen Mickeys auch echt schön. Und dann kommen wir noch zu den letzten Sachen. Einmal nochmal Duffy als Schlüssel an, als Taschenanhänger habe ich mir noch mitgenommen. Für 109. Und dann gab es noch ein paar Taschen, aber da bin ich nicht so eskaliert bei den Taschen, weil ich die auch einfach nicht so toll fand. Weil in Shanghai gibt es nämlich diese Stofftaschen. Keine Plastik, sondern diese Stofftaschen. Und genau, das war, glaube ich, auch die, das ist, glaube ich, bei denen die kleinste Größe gewesen oder die mittlere. Auf jeden Fall, bei denen sind die Größen ganz anders. Ich weiß nicht, ob die Leute da auch anders shoppen. Ich glaube, das war die kleine, ja, das war die kleine Größe. Einmal hier und das andere war die mittlere Größe. Und was ich habe ja eben gesagt, dass wir was kostenlos bekommen haben, weil beim ersten Einkauf auf der Mickey Avenue, was im Prinzip das Pendant zu Main Street ist, im Emporium, was auch nicht Emporium heißt, habe ich fast für 1000 chinesische Yuan gekauft. Und da gab es zwei Sachen gratis. Und die zeige ich euch nicht, weil ich sie nicht habe, weil ich sie den Freundinnen von meiner Mama mitgegeben habe. Und zwar haben wir zwei riesige Donald-Plüschtiere bekommen. Also so runde, riesige Donald-Plüschtiere. Zwei Stück. Und erstmal hatte ich keinen Platz, sie mitzunehmen. Und die anderen zwei haben dafür Verwendung gehabt. Und deswegen habe ich sie denen einfach gegeben. Aber gab es noch dazu kostenlos. Also es gibt immer irgendwas anderes Kostenloses in Shanghai, wenn ihr Glück habt. Und eine Tüte habe ich mir trotzdem mitgenommen. Und das einzige Zootopia-Merchandise. Und zwar einfach die Zootopia-Tasche. Ich bin nicht der größte Zootopia-Fan. Und deswegen habe ich mir von dem Merchandise dort auch nichts gekauft. Nicht mal einen Schlüsselanhänger oder so. Sondern einfach nur einmal eine Tüte. Ja, obwohl ich ja die... Ihr habt mir so oft geschrieben, dass ich diese Mützen, die ich ja da angezogen habe und anprobiert habe, so cool fandet. Fand ich auch cool. Haben ja auch gut gestanden, aber ich habe mir keine mitgenommen. Ja, das war das Shanghai-Merchandise, was ich gekauft habe. Jetzt zeige ich euch noch, was ich Cheryl gekauft habe. Das zeige ich euch noch separat, weil es auch ein bisschen mehr war. Dann, was ich noch gratis bekommen habe und das, was nicht Disney ist. Und ich muss jetzt noch was trinken, weil ich so viel geredet habe. Ja, Cheryl habe ich mitgebracht oder ihre Mutter. Auch einmal Duffy und Shelly May. Die sind für Mutti. Da habt ihr den Preis ja schon mitbekommen. Dann auch zweimal die Mütze, habe ich euch ja auch schon gesagt. Die haben jetzt hier noch den Preis dran. 179 chinesische Yuan, weil die waren ja aus Hongkong. Dann habe ich für sie ganz viele, zeige ich euch am Ende die Anhänger. Dann wollte Mutti noch Lotso-Ohren. Die haben 179 Hongkong, nicht Hongkong, es war aus Shanghai, chinesische Yuan gekostet. Und ihr wisst ja, Cheryl hat ganz, sie kleidet ja ihre Enten immer verschieden ein, mit verschiedenen Outfits. Und für diese Enten wollte sie verschiedene Schlüsselanhänger, weil es in Shanghai und Hongkong so Schlüsselanhänger gibt mit Outfits. Und da habe ich ihr einmal hier den Winnie Pooh gekauft. Wollte sie haben. So einen männlichen. Dann auch einmal Chip and Dale. Dann einmal hier die Mütze. Oder Cappy. Und dann auch nochmal die Mütze. Und dann nochmal für Duffy und Friends, also von Duffy und Friends hier so ein Mystery Outfit für 139 Hongkong. Also das war jetzt aus Hongkong. Genau. Und noch einen aus Shanghai. Und zwar der Lotso Bademantel. Und da steht jetzt der Preis dran, das war 79 chinesische Yuan. Genau, das habe ich Cheryl mitgebracht, das, was alles sie haben wollte. Und jetzt zeige ich euch die Gratis-Sachen. Also die meisten Gratis-Sachen gab es tatsächlich in Shanghai, vor allem auch aus dem Hotel, weil wir ja da ja im Toy Story Hotel waren. Oh, mir ist so warm. Aus Hongkong tatsächlich habe ich nur einen Button und den habe ich sehr schwer bekommen. Und zwar diesen Happy Birthday Button. Also den zu bekommen war echt schwer. Also ich habe dann gefragt und er sagt, nee, sie haben ja nicht Geburtstag. Und ich so, bitte, das ist mein erster Besuch hier und so weiter. Und dann hat er mir ausnahmsweise einen gegeben. Aber es war nicht leicht, an diesen Button zu kommen. Und auch in Shanghai an die Buttons zu kommen für den Geburtstag war auch nicht einfach, weil man muss
vorzeigen, dass man im März Geburtstag hat. Oder hat, hatte, hat. Und eine Begleitung von meiner Mama hatte Geburtstag im März oder hat noch Geburtstag. Und deswegen hat sie dann Buttons bekommen. Und jeden Tag 2 Stück, weil sie bei verschiedenen Casten mal nachgefragt hat. Und deswegen habe ich auch 2 Buttons bekommen. Ja, aber man musste vorzeigen, dass man in dem Monat Geburtstag hat, sonst hätte man keine bekommen. Was man aber viel bekommen hat in Shanghai, sind Sticker. Also dort ist das Sticker-Business wirklich anders. Man hat fast an jeder Ecke irgendwelche Sticker bekommen. Und ja, ich zeige euch mal die, die wir so bekommen haben. Wir haben einmal hier zum Color Festival die hier bekommen. Dann, ja, ich muss gucken, die habe ich euch gezeigt. Das ist mein Ticket gewesen. So sehen eben die Tickets aus. Dann haben wir hier bei, Donalds Restaurant einmal Goofy bekommen. Und Donald und Daisy. Genau. Dann haben wir nochmal die Summerfest, dieses Festival, das habe ich euch schon gezeigt. Dann ein Prinzessin-Sticker. Dann Zootopia-Sticker, ganz viele. Mit dem. Wie gesagt, ganz viele Sticker. Ja, das habe ich euch alles gezeigt. Das habe ich euch gezeigt. Dann haben wir noch den Sticker hier bekommen. I'm celebrating. 2 Stück und ein Zootopia-Sticker, den habe ich nur einmal. Genau, die anderen habe ich mehrfach. Also ja, Sticker-Business, ganz groß in Shanghai. Dann habe ich hier noch so Tüten bekommen, Shanghai Disney Resort Tüten. Keine Ahnung, warum sie mir so viele gegeben, mitgegeben hat. Im Disney Toy Story Hotel gab es noch einige Sachen und zwar jeden Tag. Also wir waren ja 2 Nächte da und als einen Tag habe ich schon die Sachen weggenommen. Am nächsten Tag gab es dann nochmal die Sachen. Das heißt, ich habe zweimal den Notizblock. Ich habe irgendwo auch den Stift, aber ich weiß nicht, wo der Stift ist. Dann natürlich die Hotelkarte als Erinnerung, den Magic Pass sozusagen. Warum hier ein Loch ist, weil das ist für die extra Magic Hours gewesen. Da haben die dann so ein Loch reingemacht. Dann gab es, als wir ankamen, hier so ein schönes Ding lag dann da und da gab es dann auch noch ein paar Sachen gratis drin. Und zwar einmal Postkarten. Gibt es 2 verschiedene? Ne, sind alle verschieden. Muss ich mal auspacken. Und wahrscheinlich, wenn wir gefragt hätten, hätten wir vielleicht noch eins bekommen. Jetzt muss ich mal hier auspacken. Genau, also Woody, Jessie, Buzz, Rex und die Aliens. Und dann gab es noch so Magnete, und zwar einmal das hier und einmal Buzz Lightyear. Dann gab es auf den Zimmern, nicht auf dem Zimmer, haben wir eine Rezeption bekommen, als wir eingecheckt sind, dieses Amenity Bag. Und da drin habt ihr einmal eine Zahnbürste, Dental Kit for Kids, also Zahnbürste mit Zahnpasta, Dental Kit für Erwachsene mit Zahnbürste und Zahnpasta und... Ich weiß nicht, was das ist. Ah, so ein Kamm und nochmal Zahnpasta. Ja, gab es dann auch beim Einchecken für jeden. Dann aus dem Hotelzimmer habe ich noch die Hausschuhe mitgenommen. Die gab es übrigens auch dann jeden Tag neu. Und auch die Tasche. Also hoch. Es gab auch noch hier so eine Toy Story Tragetasche. Am ersten Tag, die habe ich schon rausgenommen und eingepackt. Und am nächsten Tag gab es wieder eine. Also wenn ihr mehrere Nächte da seid, packt alles weg, dann bekommt ihr am nächsten Tag nämlich neue Sachen. Und dann gab es noch hier so Briefumschläge, die habe ich mitgenommen. Toy Story Hotel und auch eine Postkarte. Die gab es dann auch noch auf dem Zimmer. Ja, das ist alles, was es gratis gab. Und auch das restliche Disney Merchandise. So, jetzt zeige ich euch noch die Sachen, die nichts mit Disney zu tun haben, aber die ich auch mir im Urlaub gekauft habe. Ja, einmal habe ich ganz viele Süßigkeiten. Ihr seht das. Jede Tüte steht für ein Land. Und in jedem Land habe ich was Süßes gekauft. Das Genaue zeige ich euch jetzt nicht, weil ich auch was für Daria mitgebracht habe. Daria liebt es, Süßigkeiten zu testen aus anderen Ländern oder Snacks. Und wir machen ein Live-YouTube-Tasting. Das heißt, wir werden irgendwann im April zusammensitzen. Und die ganzen Süßigkeiten, die ich hier gekauft habe, zusammen probieren. Bis dahin werden die jetzt
warten müssen. Und wie gesagt, jede Tüte steht für ein Land, damit ich das separieren kann und sagen kann, aus welchem Land welche Süßigkeiten waren. Deswegen zeige ich euch die jetzt nicht genau. Dann habe ich mir zwei Kleider gekauft in Japan, als wir dort waren. Da war so ein kleiner süßer Laden. Und zwar einmal dieses Kleid. Das ist sehr freizügig, also es hat einen sehr tiefen Ausschnitt. Aber es fällt so schön und ich finde das Muster auch, also für den Hochsommer, auch echt ein schönes Kleid. Es ist natürlich nichts für die Arbeit oder so. Und das zweite Kleid, was ich auch auf die Arbeit auf jeden Fall auch anziehen kann, ist das hier mit diesen Punkten. Und es ist vorne kürzer als hinten und hat unten so Volants und so. Also ja, auch ein sehr schönes Kleid. Dann gab es, ich habe es ja schon erwähnt, ganz viele Anhänger. Jetzt muss ich die alle mal hochholen. Das sind alles so viel Kleinkram. So, haben wir es. Ja, ganz viele Schlüsselanhänger. Aber auch erstmal hier die Winkelkatze, die gerade nicht winkt, weil sie keine Solarenergie hat. Jetzt winkt sie, weil sie mit Licht angeleuchtet wird. Genau, also einmal eine Winkelkatze, ich finde die super süß. Dann, wie gesagt, so auf dem Markt, ich weiß gar nicht, das war glaube ich in Hongkong auf dem Markt, habe ich mir einmal diesen Schlüsselanhänger mitgenommen, mit dem Mickey Shape, und einmal hier den. Soll halt so ein Louis Vuitton Zeichen imitieren, ist natürlich fake, aber fand ich ganz süß. Das war ja auch noch Disney theoretisch, ne? Aber habe ich auf dem Markt gekauft. Dann habe ich der Daria diesen Schlüsselanhänger aus Vietnam noch mitgebracht. Fand ich echt süß mit diesem Hut. Ach, mein Hut. Wo habe ich denn meinen Hut? Ah, da hinten. Stimmt. Den Hut, Vietnam-Hut muss ich euch noch zeigen und eine Jacke, die ich bei Adidas gekauft habe. Ja. Also auf jeden Fall hier den Anhänger für Daria. Dann gab es, das haben wir im Temple Inn. Wo waren das? War das in China? Das müsste in China gewesen sein. Oder? War es in Hongkong? In Taiwan war es. Das war in Taiwan. Da waren wir in diesem Lung-Shang-Tempel. Genau, das war in Taiwan. Und da haben wir gesehen, dass die Leute sich so Sachen gekauft haben. Und dann an diesem, da war so ein Ding, wo was gebrannt hat. Und dann haben die das da die ganze Zeit so drum gemacht. So eine Art gesegnet. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir auch. Und deswegen habe ich mich jetzt für mein chinesisches Sternzeichen entschieden, den Affen. Und das hier, das hat mir die Reiseleitung später gesagt, ist der Gott der Liebe. Ja, habe mich zufällig für den Gott der Liebe entschieden. Das kann ja nur ein gutes Zeichen sein. Und dann habe ich mir noch, dann habe ich Daria und mir noch ein Armband gekauft. Aus Quarz, mit so... Also ein Quarzarmband, wie gesagt, für Daria und für mich. Ich habe mich fürs Blau entschieden. Daria kriegt das Rosane von mir. Und dann habe ich mir in Asien noch ein bisschen Schmuck gekauft. In Japan. Und zwar einmal hier das Armband. Und das sind ganz besondere Steine, weil wenn die aufgeladen sind mit Licht, leuchten die im Dunkeln. Und das sieht echt richtig spektakulär aus. Und dazu habe ich mir noch den passenden Ring gekauft, den ich jetzt hier noch rausholen muss. Genau, so sieht er aus. Ja, also richtig coole Steine. Meine Mama hat sich auch eine Kette und eine Ohrringe gekauft. Ja, das war das. Das Armband habe ich euch gezeigt. Das und hier habe ich so einen Anhänger, also einen Schlüssel, eine Handykette gekauft. Das war auf irgendeinem Markt auch, weil man braucht jetzt die Hülle nicht unbedingt mit Kette zu kaufen, weil man das, kann man das einfach so reinlegen. War günstig, dachte ich, ja, ich brauche demnächst eine neue Hülle. Und da habe ich die noch mitgenommen. Dann haben wir in einem Tempel hier so Bilder bekommen. Das war, glaube ich, in China. Hier, so Bilder. Gab es da gratis. Und irgendwo gab es auch noch einen Anhänger gratis in China, aber wo ich den habe, das ist eine gute Frage. In demselben Tempel gab es auch Anhänger. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo könnte der sein? Weg. Irgendwo weg. Naja, auf jeden Fall in... Wo waren wir denn? In Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt.
waren wir noch in so einem Bild, wo die so Bilder gemacht haben. Und da habe ich mir dieses Bild mitgenommen, weil ich es auch richtig cool fand. Mit diesem Gold und dieser asiatische Hauch und so. Und das habe ich mir in Vietnam noch mitgenommen. Und jetzt zeige ich euch noch den Hut und die Jacke, die da hinten liegt. Ja, in Ho Chi Minh Stadt hat ja krass die Sonne geschienen und überall haben sie diese Hüte hier verkauft. Und für 5 Euro dachte ich, komm, fürs Foto nimmst du es mal mit. Und auch und dann dachte ich mir, komm, vielleicht kannst du es zu Hause auch als Deko benutzen. Und deswegen habe ich den Hut mitgenommen. Der war auch einfach die ganze Zeit an meinem Koffer dran. Also den habe ich nicht in den Koffer getan. Und ja, der ist echt super süß. Und in Taiwan, glaube ich, war das, im Adidas Store, habe ich mir noch hier diese Felljacke gekauft, die mir auch echt gute Dienste getan hat, weil es ja dann wieder kälter wurde. Die muss jetzt auch in die Wäsche, weil sie auch schon sehr dreckig wurde. Ja, in Taiwan, im Adidas Store, im Tower, im 101 Tower, habe ich mir dann noch die Jacke hier gekauft. Ja, das war's. Das war alles, was ich auf dem also im Urlaub jetzt gekauft habe von Disney und nicht Disney. Es war einiges, oder es ist einiges, was ich jetzt alles gleich verräumen muss. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und ja, Asien und Merchandise ist auf jeden Fall anders krass. Aber jetzt ist erstmal gut damit. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.